Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir und in einer neuen Bücherwoche. Ja, eine Bücherwoche, die noch immer geprägt ist natürlich von dem bösen C-Wort, dem Unwort des Jahres Corona. Eine Woche im Homeoffice, die sich gegen Ende doch ein bisschen normaler angefühlt hat, wenn auch der Rest einfach noch ein bisschen merkwürdig ist. Also ja, ich bin kein Homeoffice-Mensch, mir fehlt diese menschliche Interaktion nach wie vor. Was ich aber sehr schön finde, ist tatsächlich das Schmuseverhalten meiner Katzen, was nochmal eine Spur mehr geworden ist. Also ich habe eine ganz anhängliche Flummi, die gefühlt überall mit hinläuft. Also wenn ich vom Schreibtisch aufstehe, läuft sie mit, egal ob es Richtung Küche geht, Toilette geht, egal. Überall muss sie mit und wie so ein kleiner Hund, ist sehr niedlich. Bin sehr gespannt, was die Katzen sagen, wenn es, keine Ahnung, in 4 Wochen dann vielleicht mal wieder ins Büro geht. Da müssen sie am Ende einfach mit. Ja, aber das Schöne ist natürlich, es funktioniert alles und ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass ich im Homeoffice arbeiten kann, dass das alles so gut funktioniert und beneide tatsächlich niemanden im Einzelhandel oder im Krankenhaus oder ja, deswegen ist das Jammern auf sehr hohem Niveau und das möchte ich tatsächlich gar nicht, weil ich tatsächlich sehr froh bin, dass noch alle wohlauf sind, dass es uns allen gut geht und dass sich auch bei einer lieben Freundin der Verdacht nicht bestätigt hat, sondern es einfach nur eine Erkältung ist, die einfach ein bisschen stärker ausgefallen ist und da atmet man mal im Moment ein bisschen aufgeregter, aber dazu gar nicht groß mehr. Ich möchte eine kleine Ankündigung machen für ein Hangout jetzt am Gründonnerstag, denn nächste Woche ist ja tatsächlich schon Ostern. Und zwar am Donnerstag, den 9. April, möchte die liebe Becky und ich möchten so ein bisschen einen Quartalstalk machen. Diesmal auf meinem Kanal und wir planen das tatsächlich so ein bisschen regelmäßiger, eben gefühlt immer, wenn vielleicht ein Quartal tatsächlich rum ist, dass wir dann eben ein bisschen quatschen. Es wird natürlich um Bücher gehen, die wir gelesen haben, Highlights, Flops, Serien, die wir geschaut haben, Filme und da wir auch beide Duftiges mögen, bestimmt auch ein bisschen darüber und ich freue mich sehr auf den Hangout und habe noch so 1, 2, 3 andere geplant im April. Und der liebe Phil hat ja auch schon angekündigt, dass es Ende April dann auch wieder ein Kingsiana Hangout geben wird. Also haltet da gerne mal ein bisschen die Augen offen. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Donnerstagabend so gegen 19:30 wieder mit dabei seid und euch mit uns rege im Chat austauscht. Ja, zu den erfreulichen Themen gab es auch letzte Woche eine Katastrophe. Ja, ich habe dazu eine kleine Story auf Instagram gemacht, findet ihr unten in der Infobox meinen Account und viele weitere Infos. Mein Tolino ist kaputt gegangen. Samstag früh habe ich es gemerkt. Ich habe ihn abends zum Laden angesteckt und habe mich Samstag früh gewundert, warum ist denn der noch nicht voll und warum ist das gegebenenfalls gefühlt weniger als am Vortag. Und habe dann festgestellt, dass diese USB-Verankerung, dieser Anschluss, wo man ihn auflädt, irgendwie sich gelöst hat, dieser Stecker immer nach innen gerutscht ist und sozusagen der Stecker von außen nicht mehr gegriffen hat. Man konnte ihn zwar so mit der Pinzette immer wieder rausziehen, aber es hat natürlich nicht viel gebracht. Ich habe am Samstag dann beide E-Books, die ich am Lesen war, zu Ende gelesen, weil ich dachte, man weiß ja nie, wann der Akku aufgibt. Und es ist natürlich keine Katastrophe, denn ich habe genügend Bücher als Hörbuch oder auch als echtes Buch. Aber es war halt echt ärgerlich. Er war jetzt ein bisschen was so um die 3 Jahre. Ich glaube, ich habe mir den damals kurz nach meinem Geburtstag gekauft. Ich weiß gar nicht, was mit dem anderen war. Ich glaube, da ist der Bildschirm irgendwie eingefroren. Und der war aber tatsächlich noch in der Garantiezeit. Ja, und dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt. Ich habe auch kurz bei Amazon über ein Kindle nachgedacht. Aber ich habe tatsächlich gefühlt, alle meine Bücher sind eben, außer die Self-Publisher-Bücher, sind eben Bücher, die ich bei Thalia, Weltbild, Hugendubel, wo auch immer bestellt habe. Also immer EPUB und man kann ja E-Books auch umwandeln, das mache ich eben sehr gerne mit Self-Publisher-Büchern, die ich dann bei Amazon kaufe und unterstütze und mir das dann umwandle, insofern sie keinen Kopierschutz haben und dann kann ich sie auch auf dem Tolino lesen. Also ja, doch, ich habe mich dann relativ schnell doch dazu wieder
besprochen mit mir selbst, dass ich mir wieder einen Tonino hole und dass ich ihn in meiner Thalia tatsächlich vor Ort bestelle. Also ich habe tatsächlich zum Telefon gegriffen, habe in der Filiale angerufen, habe dort jemanden erreicht, da wurde mein Tonino dann bestellt, wurde angegeben mit 3-4 Tagen. Und wenn man jetzt mal vom Montag abrechnet, hat sie 3 Tage gut getroffen, denn am Mittwoch habe ich dieses Schätzchen dann in Händen gehalten. Den Tonino Page 2 ist so von der Griffigkeit und der Größe sehr ähnlich meinem Tonino 2 HD. Ich weiß gar nicht, wie hieß der andere Vorgänger. Auf jeden Fall war es auch ein 2er-Modell. Preislich gibt es gerade ein Osterangebot. Ich glaube, der hat jetzt 69,99 gekostet. Hat auch dieses Licht von innen, also dass man im Dunkeln eben lesen kann. Und war für mich absolut ausreichend. Also 6000 E-Books, Frontlicht, WLAN, man ist direkt auch wieder mit Thalia verbunden, also kann dann im Grunde auch wieder in die Cloud gleich E-Books kaufen. Reicht mir vollkommen aus. Ich hatte kurz mit dem 3er hoch geliebäugelt. Der wäre auch Spritzwasser geschützt und hat noch 2 andere Gimmicks. Aber das war jetzt nichts, was für mich ein Mehrwert gewesen wäre. Ich bin niemand, die in der Badewanne liest. Ich habe meinen Tonino nie im Freibad, beim Schwimmen, am Meer dabei, nie. Also ja, und auch beim Duschen. Also ne. Was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, ist, dass das Format ein bisschen anders ist als der Vorgänger, sodass ich jetzt auch eine neue Hülle bestellen musste. Und er ist von der Technik definitiv auch ein bisschen anders, aber er sieht optisch, also ja, genauso aus, wie man Tonino kennt. Er ist jetzt in der Breite, passt er, in der Höhe fehlt ihm so ein klitzekleines Müh und er ist da irgendwie nicht ganz so abgerundet wie der Vorgänger. Deswegen passt er jetzt in die Hülle nicht, die ich habe. Aber ich habe eine schöne Hülle dann doch beim großen A gefunden. Die bei Thalia selbst fand ich jetzt nicht so schön. Aber gut, ich freue mich. Ich kann jetzt wieder E-Books lesen und werde das auf jeden Fall auch tun. Und ich muss sagen, es war dann doch richtig, bei Thalia anzurufen und dort zu bestellen. Ich hoffe, ja, dass zumindest auch der Einkauf im lokalen Buchhandel dann sozusagen, auch wenn es natürlich eine Kette ist, aber ja, na, also ich, mehr klappt hier in dieser Kleinstadt gefühlt tatsächlich nicht. Aber nach all dem Gequassel, und ja, ich habe einen neuen E-Book-Reader, starten wir jetzt mal mit den Büchern. Ich habe nämlich 4 Bücher in der Woche gelesen. Die Woche hat begonnen mit Flammenklingen von Erik Hellen und Mira Valentin, der 2. Teil der Lichtbringer-Sage in einem wunderschönen Cover, wie ich finde. Dann habe ich in einer Lovely Books Leserunde gelesen, 2. Chance auf Finnisch von Christina Lagom. Im Leseklub haben wir zusammen einen Haruki Murakami gelesen, nämlich den Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki. Nicht Tzatziki, nein, Tatsaki. Und dann am Wochenende habe ich gelesen 7 Leben Katzengeschichten von Christine Stemmermann. Die ist, glaube ich, die Herausgeberin mit einigen Geschichten eben zum Thema Katze. Die Woche begann tatsächlich grandios. Ja, ich bin, glaube ich, dieses Jahr sehr im High-Fantasy-Fieber und es musste einfach weitergehen mit der Lichtbringer-Saga von Erik Hellen und Mira Valentin. Ein wunderschönes Cover, auch der 1. Band. Oh, da greifen wir einfach mal rein. Ist schon super, super schön. Und ich habe es, glaube ich, bei den Neuzugängen gesagt, dass ich nicht der größte Fan von Alexander Kopeinski bin, dass ich den seine Cover sehr oft überladen finde. Aber ich finde tatsächlich, sowohl bei Nordblut, da habe ich das nämlich gesagt, als auch bei der Lichtbringer-Saga, ich finde, da hat er sich also fast übertroffen. Also wunderschön, auch die Rückseiten richtig toll. Und ich finde es so schön, dass am Buchrücken dann auch die Bandseiten sozusagen zu sehen sind. Finde ich richtig toll, freut mich. Für jeden, der eben nicht so ein Nerd ist und sowieso weiß, welcher Teil was ist, ist das ganz hilfreich. Ja, es ist der 2. Teil der Lichtbringer-Saga. Er wird wohl 4 Bände, wird die ganze Reihe umfassen. Und ich kann so viel verraten, ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Zum 2. Band so viel zu erzählen, wird tatsächlich schwierig. Beim 1. Teil haben wir Caden kennengelernt, der ein Nordmann ist und ein Jäger der Meere. Niemand ist besser als er, doch eines Tages wird er verstoßen aus seinem Dorf, aus seinem Ort
Und er ist so ein bisschen erst auf der Flucht, dann so ein bisschen auf der Wanderung und bekommt dann einen sehr, sehr ungewöhnlichen Auftrag. Zweite Perspektive ist dann Aira, die ist eine Prinzessin und lebt am Hofe von Chandor und ist dort gesegnet und auch verflucht zugleich mit einer sehr besonderen Gabe, denn Aira hat den Wind sozusagen in ihrer Macht und eben auch Sturm, und das erklärt dann vielleicht auch Fluch und Segen. Doch der Thron war nie so richtig für sie bestimmt. Ganz im Gegenteil, als da vieles in der Familie passiert, weiß sie, dass sie da auch nicht bleiben kann. Wir haben hier zwei Menschen, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein können, von denen unfassbar viel aber abhängt. Und sie ahnen das zu Beginn ihrer Reise noch nicht, auch nicht, als sie aufeinandertreffen. Und das Schicksal einer ganzen Welt liegt in ihren Händen. Ja, der erste Teil beginnt eben mit diesem Kennenlernen und führt die zweite Geschichte im Grunde einfach weiter. Der zweite Band spricht im Grunde die Geschichte dort weiter, wo der erste aufgehört hat. Deswegen ist es unfassbar schwer, was zum Inhalt zu erzählen. Dennoch kann ich natürlich sagen, ob mir der zweite Band gefallen hat, und die Frage ist recht leicht und schnell zu beantworten mit ja. Es gefällt mir nach wie vor super gut, dass wir zwei Perspektiven haben, die vom Erzählstil ganz anders sind und trotzdem wunderbar zueinander passen. Ich finde tatsächlich, dass man im zweiten Band noch viel besser diese Kompatibilität merkt von Erik und von Mira, als es noch im ersten der Fall war, obwohl das auch schon super war. Man merkt hier, dass beide einfach wahrscheinlich auch so in ihren Rhythmus gekommen sind, den anderen vom Stil doch ein bisschen besser greifen können, und dass diese Geschichten, obwohl sie sehr unterschiedlich klingen und wirken, und man merkt den Kapiteln einfach an, wer es gerade erzählt, ist zumindest mein Eindruck. Und ich habe das Gefühl, das verflechtet sich jetzt aber noch viel besser im zweiten Band. Und das finde ich einfach mega. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man Perspektivwechsel hat oder unterschiedliche Charaktere verfolgt und die aber genau gleich klingen. Weil dann, ja, es macht natürlich trotzdem Sinn, dass man mehrere Perspektiven hat, aber ich finde das sehr, sehr schade und freue mich immer drauf, wenn es nicht unbedingt zwei Autoren müssen es nicht sein, es können auch andere Autoren sehr gut alleine, aber ja, es geht hier erzähltechnisch direkt weiter. Wir sind in einer High-Fantasy-Welt, wir sind in einer Welt, die unfassbar bildhaft erzählt ist. Also man läuft, man geht, man ist mit dabei, man hat es vor Augen, man sieht den Himmel, die Umgebung, die Menschen, die Charaktere, und wir erfahren in dieser Geschichte eben auch ganz viel über diese Schicksale der beiden, was uns nochmal viel, viel tiefer eintauchen lässt, und mich hat diese Geschichte absolut mitgerissen. Wir lernen durch die Reise der beiden eben auch sehr viele Schauplätze in diesem Land, in dieser Welt kennen, die groß ist, die unfassbar gigantisch ist, und wir bekommen so einen kleinen Müh-Eindruck davon, wie diese Welt ist. Auch lernen wir neue Charaktere kennen, und da fand ich tatsächlich Klecks super. Also Klecks ist ein Fuchsmädchen, und ich finde die habe ich absolut ins Herz geschlossen. Und ich bin Fan. Also ich bin ein absoluter Fan dieser Reihe. Ich fand den ersten Band großartig, ich finde den zweiten großartig. Und ich bin so, so gespannt, wo diese Reise noch hingeht im wahrsten Sinne. Und es hat mich einfach absolut gepackt. Ich habe an einem Abend direkt 200 Seiten weggelesen, am nächsten Gefühl direkt den Rest. Und ich bin einfach hin und weg. Es ist einfach so poetisch erzählt. Es hat diesen bildhaften, mitziehenden Stil. Es ist atmosphärisch absolut gelungen. Und es ist auch so eine Spur bittersüß. Und das ist richtig, richtig toll. Und mir wachsen die Charaktere auch so richtig ans Herz. Man ist jetzt mit ihnen schon einen gewissen Weg gegangen. Und ich bin einfach total neugierig, was die beiden jetzt in den beiden anderen Bänden noch zaubern werden. Auch das Autorenpaar, ich finde wirklich, dass das perfekt passt, dass beide sich ergänzen, dass die Sichten verschieden genug sind, damit man es merkt, aber auch nicht zu weit voneinander entfernt sind, sodass das irgendwie vielleicht irgendwie so einen innerlichen Cut in einem gibt. Also ich bin wirklich Fan. Ich finde auch, der zweite Teil steht dem ersten in nichts nach, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, und ich hoffe, dass der dritte Band ganz, ganz bald erscheint und dann natürlich auch noch Band 4. Nach Band 3 kommt Band 4. So ist es. Ja, hier ist übrigens noch ein Lesezeichen. Oh, auch sehr schön.
So, in einer Lovely Books Leserunde habe ich dann mit einigen anderen und auch der Autorin zusammen Zweite Chance auf Finnisch gelesen. Das Buch hat die Autorin Christina Lagom verlost und ich fand mal wieder, ja, so eine Rockstar-Geschichte, die irgendwas mit Finnland zu tun hat, das klingt doch ganz gut. Hatte dann auch Glück, habe das E-Book gewonnen, worüber ich mich sehr gefreut habe und packe euch auch mal meinen Lovely Books Account unten in die Infobox und ja, natürlich alle Bücher sind sowieso immer verlinkt, also schaut da gerne mit vorbei und wenn ihr da mehr Infos wollt. Ja, ich hatte Lust auf diese Rockstar-Liebesgeschichte. Finnland fasziniert mich seit jeher. Ich glaube, da sind vor allem die finnischen Formel-1-Fahrer schuld, egal ob Mika Häkkinen oder Kimi Räikkönen. Das hat, ja, und über Samu Harper von Sunrise Avenue, also so die Finnen nach den Portugiesen, können mich dann die Finnen begeistern, was eigentlich gar keinen Sinn so richtig macht, aber es muss auch gar keinen machen. Ja, ich war total happy, dass ich ja, da mitgemacht habe, gewonnen habe und dann auch in dieser Leserunde gelesen habe. Hat mich sehr, sehr gefreut, auch der Austausch natürlich dann auch mit den anderen Leserinnen. Wir treffen auf Lilly, eine junge Frau, die in, ich glaube, es war Hamburg lebt, dort in ihrem Job eigentlich immer denkt, sie ist glücklich, aber immer mehr merkt, eigentlich ist es nur stressig, eigentlich mag ich meine Kollegin nicht, eigentlich ist es hier alles ein Gezicke und nicht schön. Und ja, als dann ihre Oma, bei der sie aufgewachsen ist, weil sie hat ihre Eltern sehr, sehr früh verloren, eine Herzattacke hat, erzählt ihr die Oma von einer großen Jugendliebe nach dem Krieg, die sie im Grunde in Finnland getroffen hat und dass sie heute eben immer noch an den denkt und vermacht ihrer Enkelin ihren alten Bulli und die macht sich dann auf den Weg nach Finnland. Bereits im Krankenhaus trifft sie auf Alec und das ist ein junger Mann, der scheinbar einfach wegen einer irgendwas mit, es war keine Mandelentzündung, sondern eine Stimmbandentzündung im Krankenhaus war. Und auf der Fähre trifft sie ihn ein zweites Mal wieder und findet auch schon diese Begegnung, finden beide so ein bisschen schicksalshaft. Was Lilly und auch wir zu Beginn nicht ganz wissen, ist, dass Alec eben sehr berühmt ist in Finnland, dass er dort eine Rockband hat, dass er im Grunde gefeiert wird wie ein Rockstar und dass er in einer Schaffenskrise steckte. Und dann kam eben auch noch, als er bei seiner Mutter in Hamburg war, diese Krankheit dazu, die ihn so ein bisschen ausgenockt hat. Aber jetzt fühlt er sich wieder fit für das Comeback. Und ist eben auch ja, auf der Reise zu sich nach Hause, also er ist halber Finne und ja, möchte da mit seiner Band zusammenkommen. Beide spüren recht schnell, dass da ein Knistern ist, dass ja, beide aber doch so ein bisschen vorbelastet sind und auch so, ja, natürlich auch manches Klischee einfach erfüllen. Und ja, dennoch ja, treffen sie sich immer wieder und natürlich gibt es dann auch so ein paar Irrungen und Wirrungen auf dem Weg ins Liebesglück. Ich mochte den Auftakt der Finnlove-Trilogie sehr, sehr gerne. Ich habe sehr gerne darin gelesen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich mag dieses Rockstar-Feeling sehr gerne. Ich mag es auch tatsächlich, dass in der Geschichte Lilly nicht wusste, wer Alec ist, dass er sich so ein bisschen auch im Dunkeln hat tappen lassen, dass er einfach als normaler Mann behandelt werden wollte und das fand ich tatsächlich ein großes Highlight in dieser Geschichte, dass wir eben also nicht den Groupie haben, der zufällig sich den Star trifft und vielleicht noch so tut, als würde sie ihn nicht kennen, was es ja häufig gibt, was mir nicht so gut gefällt. Aber so fand ich die Geschichte realistisch, richtig schön erzählt. Es war ein moderner Stil, es waren tolle Dialoge, es hat sehr viel Spaß gemacht, Lilly und Alec, ja, im Grunde in ihren Begegnungen, ja, da einfach mitzugehen, dabei zu sein. Und ich mochte es auch von der Entwicklung sehr, weil es zwar schon sehr typisch ist, aber es einfach sehr schön erzählt ist und an den richtigen Stellen für mich auch anders funktioniert. Und es so eben sich einfach auch mal ein bisschen anders fügt und ein bisschen anders erzählt wird. Und das finde ich tatsächlich sehr besonders und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nun bitte nicht wundern, ich sehe anders aus, ich habe etwas anderes an und auch die Lichtverhältnisse sind anders, denn ich habe beim Schnitt gemerkt, dass irgendwie meine zweite Datei abhanden gekommen ist mit den weiteren zwei Büchern, die ich besprochen hatte. Und das hole ich jetzt nach und damit tatsächlich auch gar nicht mehr so viel Zeit bleibt, um es dann zu schneiden, sehe ich jetzt so aus, wie ich aussehe. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, aber ja, es tut mir leid, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, aber ja, ich habe es leider erst dann beim Schnitt eben gemerkt, dass irgendwie die zweite Datei abhanden gekommen ist. Ich spreche jetzt über die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki von Haruki Murakami. Haben wir gemeinsam im Leseklub gelesen. Ich verlinke den immer unten in der Infobox. Schaut da mal vorbei.
Im April lesen wir Ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling. Wir starten da irgendwie auch wieder um den 20. Wenn ihr da Lust habt, seid da gerne mit dabei. Und ich denke, jetzt dann auch in den nächsten Tagen müsste die Umfrage dann umgehen, online gehen, in der wir dann nach dem Mai-Buch fragen und das von euch bestimmen lassen. Ich bin tatsächlich ein zwiegespaltener Fan von Murakami-Büchern. Ich habe 3, 4 gelesen, hatte sowohl Flops, die ich abgebrochen habe, als auch wirklich Highlight-Bücher. War hier sehr neugierig, was es mit dieser Pilgerreise, den Pilgerjahren so auf sich hat. Ich mag bei Murakami immer die etwas andersartigen Themen, die er bespricht. Und das treffen wir hier auch beim farblosen Herrn Tazaki. Wir treffen auf ihn, da müsste er so Anfang, Mitte 30 sein und er erzählt uns im Grunde seine Kindheit, seine Jugend, wie er da in einem etwas kleineren japanischen Städtchen aufgewachsen ist, dass er Teil einer Clique war. Sie waren 5 Freunde, 2 Mädels, 3 Jungs. Die anderen 4 hatten in ihren Namen jeweils Farben. Während eben Tazaki so viel bedeutet wie erbaut, erschaffen und eben gar nichts mit einer Farbe zu tun hat. Das löst im Grunde des Rätsels des Titels relativ schnell. Er fällt insofern da eben auch einfach aus dem Rahmen, dennoch sind sie unzertrennlich und bleiben das auch noch anfänglich, als er nach der Schule sich dafür entscheidet, nach Tokio zu gehen, um dort etwas mit Bahnhöfen seiner großen Leidenschaft zu machen. Denn er erschafft, saniert und erneuert eben Bahnhöfe und das ist seine große Leidenschaft. Und anfangs reist er auch immer noch zurück in das Dorf seiner Jugend, seiner Kindheit, trifft seine Freunde, bis sie eines Tages mit ihm scheinbar grundlos die Freundschaft brechen, ihm nie sagen, warum und weshalb. Er in ein ziemliches Loch fällt, in eine Depression und aus dieser Depression aber als anderer Mensch, sowohl geistig wie auch körperlich hervorgeht. Also er verändert sein Verhalten, den Umgang mit seinem Körper, hat auch noch andere verschiedene Freundschaften, von denen er erzählt, hat manchmal sehr merkwürdige Träume, bei denen wir dabei sind. Und er trifft dann auf eine junge Frau, auf Sarah, und ja, zwischen den beiden knistert so ein bisschen. Und sie merkt aber recht schnell, dass ihn irgendetwas beschäftigt. Und sie bittet ihn darum, diese Last aus dieser Freundschaft oder wie die beendet wurde, im Grunde aufzuarbeiten und seine Freunde zu besuchen. Und das ist dann im Grunde so ein bisschen die Geschichte. Er versucht eben, das Rätsel des Freundschaftsbruches zu klären. Und bis zu diesem Beginn, das war so wirklich so gut die Hälfte, war das Buch gefühlt ein Highlight. Es hat eine tolle Atmosphäre geschaffen, es war etwas ganz anderes, es hat im Grunde den Ausschnitt eines Lebens eines jungen Mannes gezeigt, was halt ein Leben einfach ist. Es sind eben Ausschnitte, die wir Menschen, anderen Menschen zeigen von uns. Und das hat Murakami für mich hier tatsächlich perfekt gemacht. Ich fand das großartig, wie er das angegangen ist. Der Erzählstil, der sich immer so ein bisschen surreal anfühlt und irgendwie auch so ein bisschen speziell und anders, der einen mal auf ganz andere Ebenen zum Denken anregt. Das fand ich wirklich großartig. Und man wird auch so aus der Wirklichkeit gerissen, obwohl das ja eine Geschichte ist, die ihm hier und jetzt tatsächlich spielt. Und das finde ich immer so faszinierend an Murakami, dass er das bei mir immer wieder schafft, dass man sich für den Moment, in dem man da eintaucht und den Abschnitt eben liest, dass man sich da eigentlich fühlt wie gar nicht von dieser Welt, aber dann doch irgendwie schon. Der Start bis zur Mitte war, wie gesagt, wirklich großartig, hat mir super gut gefallen. Dann kam eine Wendung, die das etwas Tiefgründige von zu Beginn für mich ein bisschen gekippt hat. Es war irgendwie dann eine Erklärung, wo ich so dachte, ist das jetzt alles? Ich habe dann aber immer wieder darauf gewartet, dass noch was kommt. Und dann war die Geschichte auch irgendwie schon zu Ende. Und das letzte Drittel war für mich dann doch auch ein bisschen sehr abstrus. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Zudem mag ich das Ende gar nicht. Ich weiß zwar nicht, wie ich es mir anders gewünscht hätte, vorgestellt hätte. Auch nicht, ich sage auch nicht, dass ich es hätte anders oder besser gemacht hätte. Aber irgendwie fühlt es sich für mich nicht fertig an und auch nicht passend zum Start der Geschichte. Ich weiß nicht, was Murakami sich dabei gedacht hat. Besonders auch die Wendung, die mich so ein bisschen enttäuschte, das war auch für mich tatsächlich so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, Mensch, ach, es war bis dahin so gut, was ist denn jetzt tatsächlich los? Sprachlich kann Murakami schreiben, das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Ich mag das, was scheinbar in seinem Kopf vorgeht, wie er es zu Worte findet, wie er Menschen beobachtet.
Um das eben genauso rüberzubringen, wie er es in seinen Büchern tut. Ich finde, es ist eine ganz spezielle Art. Man muss das auch einfach mögen. Man muss es auch mögen, hier eben sprachlich mit Japanisch konfrontiert zu werden. Mir fällt es immer wieder anfangs schwer, mit den Namen umzugehen. Allein, dass bei mir der Herr Tatsaki irgendwann einfach nur noch Tsatsiki war, wird ihm natürlich nicht gerecht, aber in meinem Kopf war das eben dann einfach so. Und das ist auch eine Faszination, die ich bei mir beobachte, während mich das ja bei High-Fantasy-Büchern überhaupt nicht stört, dass da die Charaktere merkwürdige Namen haben, stört es mich irgendwie bei Romanen, die eben einfach in der Jetztzeit spielen. Ich weiß nicht, was das ist. Eigentlich klingt so ein japanischer Name ja auch nicht anders wie Galadriel, aber so als Vergleich. Aber ja, ist definitiv so. Dennoch mochte ich es gern. Es war ein okay Buch und ich werde jetzt nicht Murakami von meiner Leseliste streichen, aber ich habe jetzt auch nicht das dringende Bedürfnis, direkt mit einer nächsten Geschichte weiterzumachen. Also es wird wahrscheinlich dann auch einfach wieder ein Jahr dauern, bis ich mir einen nächsten heraussuche. Dann gab es am Wochenende ein Kurzgeschichtenbuch, das ich gelesen habe, und zwar Sieben Leben, Katzengeschichten, herausgegeben von Christine Stemmermann im Diogenes Verlag, auch recht aktuell erschienen, war ja bei meiner Rebuy-Bestellung mit dabei. Ich habe das in der Flow, glaube ich, entdeckt oder in der Hücke. Ich muss hier mal kurz den Arm ein bisschen anders halten, Katze kommt. War da sehr interessiert daran, auch gar nicht, weil ich jetzt viele Autoren hier irgendwie kannte, aber ich mag eben einfach Tiergeschichten und ich habe ja auch die Hundesammlung gleich mitbestellt. Es sind unglaublich viele Geschichten drin, ich glaube so um die 20, von John Updike, Maya Schorlo, Benedikt Welz kennt man, Doris Lessing, Ingrid Noll und auch exklusive Geschichten von Donna Leon und Liati Pisani, die mir tatsächlich nichts sagt, ist auch eine Geschichte von David Michie drin und ich glaube auch von Arthur Conan Doyle, der ja Sherlock Holmes im Grunde erfunden hat. Und zum Beispiel auch Petra Hartlieb, die man ja durchaus kennt. Es könnte jetzt aber auch sein, dass Arthur Conan Doyle, ach doch, ist hier dabei, die brasilianische Katze, genau. Man kann jetzt natürlich schlecht was zu den einzelnen Geschichten erzählen, die allesamt relativ kurz waren, zum Teil wirklich so um die 5 bis 10 Seiten. Es gab manche dabei, die ich ganz gerne gelesen habe, es gab Geschichten dabei, die ich total merkwürdig fand, die ich auch direkt vielleicht auch abgebrochen habe. Bei mir hörte so ein bisschen die Katzenliebe auf, als die Katzen zu vermenschlicht wurden. Also ich finde es durchaus nicht verwunderlich, wenn ich die Katze des Dalai Lama lese, dass mir hier eine Katze das Leben erzählt. Das finde ich tatsächlich gar nicht komisch, weil die Katze sich in dem Moment eben schon bewusst ist, sie ist eine Katze und dass sie eben nicht interagiert mit Menschen. Also wie es halt eine klassische Katze tut, aber nicht, dass sie jetzt hier mit dem Menschen spricht, wie bei Garfield zum Beispiel. Wobei hat Garfield mit John gesprochen? Ach, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ist zu lange her. Wenn aber Katzentiere zu viel Menschlichkeit bekommen, finde ich das sehr merkwürdig. Und es wird dann auch immer so überspitzt dargestellt. Also es gab hier eine Geschichte von einem Streunerkater, der immer von seiner Prinzessin sprach und ihrem tollen Fell und ihrem schönen Schwanz und den wunderbaren Ohren und dem Schnäuzchen. Und dann erfährt man, dass dieses Prinzessin seine Tochter ist und dass das halt irgendwie eine Perserkatze wahrscheinlich war. Und dann sitze ich irgendwie so da und denke, ach, nee, also ich glaube nicht, dass das Katzen denken. Also ich glaube, die beschäftigen sich da nicht damit, wie jemand anders aussieht. Das ist denen, glaube ich, vollkommen egal, Hauptsache sie sind sauber. Also damit möchte ich gar nicht abstreiten, dass Katzen sich keine Gedanken machen. Also ich glaube, dass alle Tiere sich Gedanken machen. Aber es hat für mich, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das die Sorge einer Katzenmutter, eines Katzenvaters ist, dass das Prinzessin jetzt irgendwie staubig wird. Also das glaube ich einfach nicht. Und da gab es einige Geschichten davon. Zudem war ich sehr enttäuscht von so mancher Geschichte, die einfach nur ein Teil einer anderen Geschichte war. Also gerade von Petra Hartlieb und auch von David Michie. Das waren einfach Teile aus einer Geschichte, die ich kannte. Bei David Michie ist es eben die Katze des Dalai Lama. Und da erfahren wir hier einfach die, wie ist die Katze zum Dalai Lama gekommen. Und das erfahren wir aber auch im ersten Band der Geschichte. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn man die Geschichte nicht kennt, bekommt man hier halt einen Leseeindruck. Aber da lese ich auch einfach eine Leseprobe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das tatsächlich nicht schön. Es gab 2, 3 sehr berührende Geschichten, unter anderem auch die von Benedict Wells. Die hat mir nachhaltig sehr gut gefallen, mich auch
ja, so ein bisschen ja, zu Tränen gerührt. Die fand ich richtig schön und ich mochte auch die Geschichte von, das war die vorletzte, von Ingrid Noll, genau, Katerlieschen. Die hat mir auch super gut gefallen, die fand ich auch sehr schön. Und ja, es war okay, ist jetzt kein Highlight, hat mir jetzt, ja, es war halt sehr gemischt. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Mensch für Kurzgeschichten, wir werden das bei den Hundegeschichten sehen. Es war okay, aber ja, das Cover täuscht definitiv etwas Schöneres vor, als dann drinsteckt. Und ja, das war sie jetzt auch schon. Ich hoffe, dass ich zu den beiden anderen Büchern alles soweit gesagt hatte. Ich weiß gar nicht, wo der Cut genau dann tatsächlich war. Aber ich glaube, so vom Schnitt hat das jetzt ganz gut ausgesehen, dass das gepasst hat. Ach, Technik, die mich schwer begeistert. Die Kamera macht nicht mehr so richtig das, was man sich von ihr erwartet. Aber ja, sie ist halt auch schon eine Spur älter. Ja, das war es soweit zu der Bücherwoche. Eine doch eigentlich ganz schöne Bücherwoche, was die Bücher angeht. Auch, dass der Tolino jetzt wieder da ist. Und das war natürlich nicht ganz so schön in der letzten Bücherwoche. Zum Hangout hatte ich, glaube ich, Anfang des Videos schon was gesagt. Am Donnerstag 19:30 mit der lieben Becky. Also seid da gerne dabei. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ich glaube, mehr gibt es tatsächlich gar nicht zu erzählen. Nein. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.